Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Command & Conquer Generäle. Ja, wir sind auf dem Weg in die Einzelspielerkampagne 3 von der westlichen Allianz. Asiatischen Pakt haben wir abgeschlossen, IBG haben wir abgeschlossen, westliche Allianz müssen wir abschießen. Wisst ihr, was eigentlich der Witz ist? Dass die Kampagne der IBG, die eigentlich GBA ist in der US-Fassung, eine Mission fehlt. Ich weiß jetzt nicht genau welche, es ist mir nur aufgefallen, als ich nachgeguckt hatte, wie viele Missionen noch zu spielen sind, dass es letztendlich keine 7 Missionen waren bei IBG, sondern nur 6 Missionen. Asiatischer Pakt hatten wir 7, IBG hatten wir jetzt 6, jetzt hätten wir wahrscheinlich in der besten Nation... In der westlichen Allianz nochmal 7. Naja, warum auch immer das so ist, ich habe keine Ahnung. Wir starten natürlich wieder auf schwer in der westlichen Allianz und gucken, dass wir die Mission auch wieder packen. Aber eigentlich muss man immer nur die KI aushebeln und dann ist das eigentlich recht einfach gehalten. Ich freue mich schon wieder, wenn wir so einen richtigen Knaller haben. Wie halt Company of Heroes 2, wo ich dann auch gerne in schwer durchspielen will, obwohl ich glaube, da mache ich mich nicht glücklich mit einem aktuellen General, Strategiespiel auf schwer, Lieutenant ist wirklich schwer. Ihr Kommunikationsofficer im Kampf gegen die globale Befreiungsarmee. Offensichtlich hat die GBA Zugang zu tödlichen biologischen Waffen. Soweit wir wissen, befinden sich diese Waffen in Bagdad. Unsere Truppen vor der Stadt warten auf ihre Befehle, Sir. Okay, wir kämpfen wieder gegen die GBA oder IBG in der deutschen Fassung. Was soll ich sagen? Ja, Company of Heroes 2 wird bestimmt eine heiße Nummer, aber ist natürlich auch, denk mal, fordernd auf schwer. Obwohl die ersten Missionen waren noch nicht so schwierig auf schwer. Ich glaube, ich habe auch kaum Truppen verloren gehabt. Das haben wir ja im Let's Show damals gemacht. War auf jeden Fall interessant. Vor allem ist es einfach bam bam in allen Ecken. Ich habe heute das Company of Hero Complete Pack gekauft vom ersten Teil. Vielleicht können wir da auch mal im Let's Retro reingucken demnächst. So, erstmal Sequenz. Wüstensimulation. Schlacht der Maschinen. Hier ist alles klar. Sie haben mich abdrehen. Mist, hat jemand den Fallschirm gesehen? Negativ, kein Fallschirm. Rico Company, vorrücken. Roger. Weit im Reichweite, 200 Meter. Alle Einheiten in Gefechtsposition. Feuer! Sind gekommen! Was stimmt nicht? Der Herzog ist nicht gefangen! Wir haben uns gut! Wir haben uns gut! Feuer! Ein Feuerplan! Auf uns mit 220! Feuer! Das waren noch Zeiten, als der Terrorismus noch offen gekämpft hat mit uns. Da kommt die Luftunterstützung. Macht sie fertig. Die Belagerung Twin Sword City. Tag 3. 1000. So, ich habe nur Truppen. General, wir müssen Bagdad besetzen und alle Einheiten der GBA vernichten. Nee, ich habe nicht nur Truppen. Da oben haben wir Piloten, die sind... So, gut an Westallianz, wir haben Aufklärungsdrohne. Sehr schön, dann haben wir hier ein paar Truppen. Ich denke, hier hinten werde ich eigentlich nichts machen, weil... Doch, ich habe eine Waffenfabrik hier. Legen wir mal auf eine Schnelltaste direkt. Aber ich glaube generell können wir einfach angreifen und sagen, hast du davon. Na? Jetzt haben wir die Kampfdrohnen, die reparieren ja auch die Einheiten und haben eigene MGs. Wofür ich die Westallianz früher immer gehasst habe. Weil die Einheiten halt echt extrem upgraded werden können. So, da sind Panzer und Infanterie. Ah, gekreuzte Schwerter. Auch früher sehr gut, dass ich nicht das wieder rückgängig machen konnte. Ich habe, glaube ich, auch kein Baufahrzeug so aktuell, ne? Aber wir werden keine Basis aufbauen müssen.
So, jetzt sind alle Einheiten fit. Hat direkt in der ersten Mission einen Scudstorm. Oder sprengt er jetzt einfach die Stadt? Vor allem wie die starten. Ist ja wie ein Kerbal Space Program. Sie töten einfach ihre eigenen Truppen. General, Befehl aus Washington. Wir sollen den feindlichen Scud-Sturm in den Bergen vernichten. Dann machen wir das so einfach, oder? Aber ich glaube, von hier unten komme ich da nicht hoch, ne? Das wäre ja auch zu einfach. Hauptsache, der Scud-Sturm kann nicht mehr als einmal schießen. Das ist auf jeden Fall schon einfacher dann für mich. Hier ist Platz für 5 Leute. Ach, da unten ist nichts. Darum werde ich auch nirgendwo langkommen, oder? Haben wir nicht noch Jäger? Nö. Können wir Jäger bauen? Nö. Können aber ein weiteres Nachschublager bauen. Was aber Schwachsinn ist, fällt mir gerade ein. Weil ich kann ja mehrere Helikopter auch hier einsetzen. Westliche Allianz auch mit den teuersten Einheiten für Nachschub holen. Aber dafür können sie halt fliegen. Hat halt schon Vorteile. Der einzige Nachteil, glaube ich, der Westliche Allianz war wirklich, dass man mit... Jede Fraktion hat ja eine Möglichkeit, auch ohne Rohstofflager Geld zu sammeln. Die Westliche Allianz hat nämlich diese Nachschubflugzeuge dann später. Und das Problem daran ist, die müssen erstmal über die Karte fliegen, bevor die diesen Nachschub abwerfen können, der halt Geld bringt. Also, was macht man als kluge KI, beziehungsweise kluger Gegner? Man schießt diese Flugzeuge immer wieder ab, indem man halt am richtigen Ort die Verteidigung aufbaut. Fliegen meine Jäger gerade einfach so. Ja, sind einfach da lang geflogen, haben aufgedeckt. Tja. Und ich sehe leider auch, dass ich da gerade nicht hochkomme. So, nächstes Gebiet aufklären. Müssen wir hier von unten kommen. Paladin können wir nicht bauen, weil... Benötigt Beförderungsgeneral. Das habe ich nicht ausgewählt. Ne? Natürlich habe ich die Scout-Geschichte genommen. Ich weiß aber früher mit den Rotoren echt schon gut gelöst. Vor allem, man sieht ja, ich kann auch die Panzer damit wohl transportieren. Sind ja gleichzeitig Transporthelikopter. So, rein in die City. Vor allem können wir jetzt mit den Trucks mal nach oben fahren und hier die Wachen ausschalten, um die Piloten zu kriegen. In welche Fahrzeuge? Ach so, ha. Kann ich meine Fahrzeuge verbessern? Warum nicht? So, jetzt gehen wir erst auf den Scudstorm. Na kommt. Vorwärts. Ach, die KI ist so schlimm beim Fahren. Aber es ist lustig, weil... die letztendliche KI, die ist für alle Zeiten schlecht geblieben. Und ich sehe gerade, wir müssen hier unten hoch. Also muss ich doch durch die City fahren.
um den Scud Storm zu kriegen. Upgrade abgeschlossen, Kampfdrohne. Ach so, ja, ist ja klar. Hauptsächlich die Kampfdrohnen werden zerschossen. Ach, es wurden Truppen von mir mit Transporthelikoptern einfach reingeschickt. Das habe aber nicht ich gemacht. So, zerschießt die Fässer. Klassiker. Ich muss auch nicht so viel Angst haben, weil der Scorpion-Tank eigentlich schwächer ist als die westlichen Allianz-Tanks. Einheit verloren. Na? Ah, okay, ich habe jetzt einen Tank verloren. Können wir mal hier gucken, was da oben ist. Na komm, mach die alle platt. Da kommen, glaube ich, noch mehr Truppen. Die gehören witzigerweise jetzt mir. Vorhin wurden mir ja Truppen noch nicht anvertraut. Aber wenn wir schon so dabei sind, beziehungsweise wenn wir die schon besitzen, dann können wir wenigstens die auch woanders einsetzen, vernünftig. Ach ja, die Marauder. Weg. Einheit verloren. Ja. Sie wurden befördert. So, jetzt kann ich Paladin-Tanks machen. Die übrigens Laser haben, die explizit gegen die Scorpion-Raketen helfen. Einheit verloren. Bam, 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 alles tot. So. Einheit verloren. Alles klar. Ich bin unterwegs. Ausklicken wir uns. Feuer frei. Einheit verloren. Das können wir von hinten den Scud Storm zerstören. Mir fällt gerade auf, die Drohnen bleiben für immer, bis die abgeschossen werden, glaube ich. Einheit verloren. Ich weiß nicht, ob die Mission dann automatisch gewonnen ist. Nur weil ich den Scud Storm hier mit den Rangers gerade ausschalte. Weg davon, sonst seid ihr nämlich gleich vergiftet. So, das war der Sieg, ohne dass ich die Basis angegriffen habe. Auch wenn jetzt gerade hier die Bombe kam. Anscheinend hätte ich nämlich doch einfach angreifen können und dann wäre nämlich hier der Artillerieschuss, sag ich mal, gekommen und hätte einfach die Front kaputt gemacht. Aber so habe ich pseudotaktisch den Gegner besiegt. So. Können wir schon in die nächste Mission reinschippern, auch wenn nur 5 Minuten sind, aber jetzt aufhören für Mission 14. Ne, wir machen unsere Parts weiter. Sprecher, erzähl mir, was habe ich zu tun? Ich sehe schon den Paladin-Tank, ich sehe den Piloten und ich sehe den Humvee. Die Anführer der Terroristen halten sich in Al-Hanat im Jemen auf. Wir vermuten, dass sie für den Giftgasangriff verantwortlich sind. Unsere Comanches sind bereits vor Ort und suchen nach diesen Verbrechern.
Der Witz ist, Alma hat, sagt sie, aber es ist eigentlich Sandstorm City in der zensierten Fassung von Command Conquer Generäle, beziehungsweise C&C Generals. Und da steht dann auch, ja Mann, naja. Comanches suchen nach Kriminellen. Retten Sie die gefangenen Piloten. Bam, bam, mach ich kein Problem. Ladezeiten tun so weh. Erinnert mich auch immer noch an früher. Bravo Wing, habe Feindkontakt. Habe auch abgehaltene Kontakt bestätigt. Wir greifen an. Deutsche hat den Fall. Habe Kommentar. Ja, so gewählt. Das hat jetzt nicht. Finger raus. Kontakt. Bravo Wing, die GBA feuert jetzt nicht. Alle drei Elektro-Aquaten gesehen. Statt. Sicher da. Black Hawk down! Vor allem, er kniet sich hin und gibt auf. Cool. Ich will das mit Terroristen auslachen, weil die grün sind. Rette den Piloten. Die GBA hält unsere Piloten an einem geheimen Ort in der Nähe der Stadt fest. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um unsere Männer zu befreien, General. Aber die haben immer nur so ein bisschen Rohstoff hier, ne? So, reparieren. Ach so, alles klar, weiß ich Bescheid. Was haben wir hier? Wir haben Raketenschützen drin. Dann haben wir hier... Wer bist du? Kommando-Bot. Du bist unsichtbar. Du kannst einen Sprengsatz mit Fernzünder setzen. Brauche ich überhaupt meine Truppen? Einheit verloren. Na gut, das war jetzt nicht der beste Plan, aber ich dachte, vielleicht hält er sich. Nein, brauchen wir jetzt nicht. Ich gucke es mal eben. Oh, ich kann ihn noch nicht mal neu bauen. Naja, das war's mit dem Kundschafter. Beziehungsweise mit dem Kommando-Bot. Haben wir überhaupt keine Waffenfabrik? Oder bin ich gerade blind? Ach, hier ist die Waffenfabrik. Gut. Tau-Rakete. Rüsten haben wir mit einer Rakete aus. Das nehmen wir mal. Schwächen gegen Flugzeuge. Ich glaube, die GBA hat keine Flugzeuge. Spionagesatellit. Kostet mich das was? Nö. Brauche ich das eigentlich? Nö. Na, ganz entspannt. Da jetzt gerade da unten einer kommen wollte, machen wir da mal eben dicht. Hat er jetzt die Tau-Rakete da drauf sitzen? Ja. Die guten Paladin-Panzer. Schön schnell, schön wendig. Da 100 kosten die mich. Cyborg-Kaserne. Sind ja recht viele Fahrzeuge. Das einzige Problem wird am Ende hier der Mob sein. Aber sonst sollte die Mission ja kein Problem sein. Ich glaube, im Grundspiel war es eigentlich früher auch so, dass die Westliche Allianz eigentlich die Kampagne eingeläutet hat.
Warum auch immer ich jetzt hier die Chinesen als erstes spielen muss. Oder das ist wirklich ein Fehler. Weil die chinesische Kampagne ist einfach das Schrecklichste am ganzen Spiel. Beziehungsweise das Forderndste, sagen wir mal lieber. So, wir sind aber am Ende unserer Zeit und dann machen wir nächstes Mal weiter mit der zweiten Mission der westlichen Allianzkampagne WA. In der zensierten Fassung, so ist für mich einfach die USA. Und greifen die Stadt an und retten unseren Piloten, unseren Mann. Wir brauchen ihn. Bis dann, Freunde der Spiegeltour. Ciao.